Heute, vor 23 Jahren, im U-Bahnhof Samariterstraße. Neonazis stechen tödlich auf Silvio Meyer ein, den linksalternativen Aktivisten und Hausbesetzer. Alljährlich, am 21. November, versammeln sich linke und autonome Gruppen zur Mahnwache am Tatort und einem anschließenden Gedenkmarsch gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Tausende waren es in den letzten Jahren. Diesmal ging es zum ersten Mal nach Marzahn. Beobachtungen von Rainer Unruh. Ausgangspunkt Einkaufszentrum Eastgate. Vom S-Bahnhof Marzahn strömen die meisten Demonstranten rüber zum Vorplatz und einige müssen Körperkontrollen über sich ergehen lassen. Die Polizei traut nicht jedem. Gut 850 Beamte sind im Einsatz. Ein Polizist auf zwei Demo-Teilnehmer, denn mehr als 1700 Menschen treffen sich nicht zur Kundgebung und anschließenden Demonstration. Am frühen Nachmittag kamen schon einige Trauernde zum Gedenken an Silvio Meyer an den U-Bahnhof Samariterstraße, wo der junge Mann von Neonazis damals erstochen wurde. Jetzt eine Demonstration, erstmals in Marzahn, weil es nötig sei, erklärt ein Sprecher der Demo, der seinen Namen nicht nennen will und auch nicht ins Bild möchte. In Marzahn ist die Situation im Moment einfach akut schlecht für Geflüchtete, für Linke. Es kommt ständig zu Übergriffen und Angriffe auf Asylunterkünfte und so weiter. Und deswegen war es wichtig, hier einfach mal ein Zeichen zu setzen und mit der Demonstration dieses Jahr raus aus dem eigenen Szene-Kiez nach Marzahn zu gehen. Plakatkontrolle durch die Polizei. Einige werden eingezogen, andere dürfen verwendet werden. Neonazis weit und breit nicht zu sehen, aber einige Schaulustige demonstrieren ja, aber solange wie im Rahmen bleibt. Nicht jetzt sich ausartet hier. Ne? Hauptsache, alles im Rahmen bleibt. Es muss alles ruhig bleiben. Ja. Nicht ausarten. Es bleibt friedlich, es gibt vorerst keine Rangeleien. Eingepackt in Banner zieht der Demonstrationszug durch die Franz-Stenzer Richtung Raoul-Wallenberg-Straße. Vereinzelt werfen einige Teilnehmer Böller, eine Flasche fliegt, sonst ist alles ruhig. Die hohe Polizeipräsenz, also weil Linke auf rechte Demonstranten treffen könnten? Die Vermutung liegt nahe, weil es ja häufig gegen die Flüchtlingsheime Demonstrationen gab, dass es hier den einen oder anderen auch gegen diese Silvio Meyer-Demo geben könnte. Aus diesem Grunde sind wir gut aufgestellt, falls es hier zu Konfrontationen kommen sollte. Aber bis zum Schluss am S-Bahnhof Merower Allee bleibt es, abgesehen von ein paar Rangeleien, friedlich.